ist ja gar nicht ohne. So, hat es denn wenigstens was gebracht? Hast du irgendwas verborgen? Nö. Aber dann wissen wir auf jeden Fall, dass es hier nichts mehr zu holen gibt, dass das quasi zwischen dem einen Punkt und dem anderen einfach nur ein Connector ist, weil man ja nicht wieder hochkommt. Und dann können wir hier auch wieder raushüpfen und uns weiter umgucken. Okay. Irgendwie würde ich mich, glaube ich, sicherer fühlen, wenn ich die hier erstmal abmurkse, oder? Fühlt sich schon mal viel sicherer an. Blutfiolen, Quecksilber. Warum hat der Quecksilberkugeln dabei? Check ich nicht. Ist aber auch nicht so wild. Aber hier liegt noch was. Das ist ja nicht schlecht. Hier ist Kaltblut. Oh, hier haben wir auch noch mal wieder Hebel. Oh, 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 oh. Gar nicht da, Leute. Oh, was? Was? Hä? Wie zum... Werden jetzt von euch geschossen. Er da oben. Was ist denn das für ein dick Move? Sag mal. Komm da runter, du Spaten. Ja, ist geil, grundlos getroffen zu werden, ne? Komm her hier. So. Killed. Ja, komm, mach mal. Du Schwein. Dafür reißt dir alles raus, ey. Zack. Ich wollte gerade das Geld einsammeln. Das nicht vorhandene Geld einsammeln. Zum Glück, dass ich nutzlose Gegenstände immer da drin habe. Ich hätte schon so viele Sekiro-Fails gemacht. Oh, hier wieder Pfiffi. Stirb. Ich habe gerade Angst, der greift jetzt doch nochmal an. Dickes Kaltblut. Fünf wieder. So, gucken wir uns mal hier um. So einen haben wir ja vorhin schon kaputt gehauen. Dann machen wir das auch nochmal wieder. Zack, zack. Wer ist denn jetzt schon wieder aufgewacht? Der Sensemann. Natürlich. Der hatte ihn nicht im Sinn. Junge, 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 Junge. Komm mal her hier und dann probier mal was. Ey, das ist ein bisschen uncool, wenn ihr beiden zu zweit angreift. Weißt du, ne? Ja. Wow. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich werde jetzt hier nicht sterben. Ich sagte, ich werde jetzt hier nicht sterben. Dummer Sensenarsch. So. Schon wieder gefühlt unnötig verbraucht, die Dinger. Jetzt bist du dran. Spaten, ey. Ja. Das hättest du wohl gerne, wa? So, kurz wieder Stamina. So. Hau rein, Slotty. Drei Fiolen. Äußerst ungeil gerade.
haben sie an? Oh, 6 Fiolen. Echt Herr Specht. Nehmen wir es hier. Oh, da auch. Das Kaltblut. Mensch. Und hier der dicke Loot. Auch nicht schlecht. Du? Okay. So. Geht's hier wohl weiter, oder? Das. Euer Kreuz sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde ihn ein bisschen mit gerade liegen lassen, Leute. So. Gut, ich glaube. Oh, was ist das denn für ein Turm? Ich wollte sagen, ich glaube, ich habe alles nachgeguckt, aber habe ich doch nicht. Das sieht nicht so aus, als würde man von dieser Seite da rankommen. Okay. Lass die beiden da oben mal eben stehen. Es waren ja zwei, glaube ich. Drei. Ich hoffe. Dass es maximal zwei waren. So, hier laufen die im Kreis. Wissen eines Verrückten schon wieder. Soll oder will ich jetzt weiter gegen die Dudes hier kämpfen? Ich denke schon, oder? Na komm, hier. Davon saugen wir uns einen rein. So. Und ran und. Zack, zack. Der ging daneben, Freundchen. Hier. Ich kann das besser. Ging auch daneben. Das war völlig bescheuert. So. Weg. Weg. Okay. Weg. Junge, Junge. Hast du aber auch Krabums dahinter? Oh, auch daneben so. Zack. Oh, richtig fies die Achillessehne weggerissen. Schön mit dem Zacken hier in der Axt. So. Ratsch. Okay, Wissen eines Verrückten. Wissen eines Verrückten. Da muss es richtig viele Verrückte gegeben haben. So viel steht fest. Was haben wir hier? Rollstühle und Statuen. Und bin fast gewiss, dass hier irgendwo ein Opa ist. Hier schon die Rollstühle rumstehen. Opa Wilfried da wieder hat liegen lassen. So, jetzt bist du also dran. Wow. Nicht ganz wie gewollt. Oh, was war das? Aber das nutzen wir doch. Wow. Oh. Moin, Confuser. Ja. Da gebe ich dir recht. Jetzt darfst du mir beim Sterben zusehen. Ich habe bloß nicht genügend Platz, um irgendwelche Sporteinheiten auszurichten. Soll jetzt auch keine... keine Ausrede sein oder irgendwas derartiges. Aber über weiteres hatten wir ja bereits gesprochen. Das ist schön. Freunden sieht man gern beim Sterben zu. Beziehungsweise man kann auch mit Freunden anderen beim Sterben zusehen. Das ist natürlich auch gewiss. Was zum Henker? Was ist da los? Was hier? Wieder so ein Laternenfutzi? War doch hier, oder? Ja, hier. Alter! Du fieses Federvieh. So, jetzt mal mit dich. Ja. Ich frage mich immer, wen das erzählt, dass er uns gesehen hat. Hier. Das war's mit dir, Freundchen. Niemand da, den du es hättest erzählen können. Richtig super. Giftmesser, 12 Stück. Alrighty.
Das können wir natürlich auch mal mitnehmen. Weil kommt jetzt was, wo wir es gebrauchen könnten? Oh, warte mal. Okay. Das gucken wir uns mal näher an. Ja, tatsächlich. Herrje, was für ein seltsamer Geruch. Aber immer noch besser als der Gestank von Blut und Bestien. Was gibt es denn? Ich bin während der Jagden nicht zu sprechen. Wenn ihr also deswegen hier seid, muss ich euch selbst überlassen. Wenn euch das nicht reicht, kommt am Morgen wieder, Schätzchen. Okay, was die jetzt wollte, weiß ich nicht ganz genau. Ja, ich gebe dir recht. Also Bloodborne sieht richtig gut aus. Also ich finde das vom Art-Design her total schön. Wenn man sich hier solche Blicke wie, wie die ganze Stadt Yharnam oder sowas anguckt, das ist der Wahnsinn. Also atmosphärisch gesehen richtig, richtig gut. Es ist ein bisschen älter als Sekiro, aber ich glaube, die Bloodborne hat nicht an Grafik eingebüßt. Beziehungsweise Sekiro ist nicht viel besser. Ach, dem Himmel sei Dank. Ihr seid ein Jäger, nicht wahr? Wisst ihr vielleicht einen sicheren Ort? Die Nacht ist lang. Und ich habe nur noch sehr wenig Weihrauch. Bitte. Es muss doch irgendwo eine Zuflucht geben. Na komm, wir erzählen von der Kapelle. Danke, Schätzchen. Vielleicht sehen wir uns dort. Hier auch so schöne kleine Details, wie in der Kleidung geknüpft wurde. Oh. Oh, vielleicht sehen. Okay. Sie geht ja zur Oedon-Kapelle. Ihr seid nicht von hier, hm? Ein Fremder, der bei der Jagd mitmachen will? Wie lächerlich. Was? Ihr haltet mich für eine Bestie? Tja, vielleicht halte ich euch auch für eine Bestie. Und weg von meiner Burg. Könnte man so sagen, ja, das, da gebe ich dir recht. Was? Na, ich kann es bestimmt nicht. Also macht, dass ihr wegkommt. Ich will mit eurer Bestienjagd nichts zu tun haben. Hey, du willst mit unserer Bestienjagd nichts zu tun haben. Das macht nichts, dann wollen wir ihn auch nicht überreden. Oh, ho, ho, ho. Auf wen hast du denn gewartet, mein Freund? Ja, das hier hat etwas vom alten London, ne? Also ist auf jeden Fall alles hier, ja, viktorianischer Baustil und so weiter. Ja, und sieht halt richtig, richtig schön aus. Wenn man jetzt sowas wie diesen Uhrenturm oder was auch immer das ist, sich anschaut, dann könnte es natürlich in genau diese Richtung gehen, ne? Also, dass das irgendwie wirklich sowas in Richtung Alt London oder so ist. Aber ich glaube, genau das ist es auch, was diese Atmosphäre hier bei Bloodborne total gut einfängt. Was zum... Wer schreit? Achso, hier, warte mal. Das ist wieder so ein Gewehr-Dude. Und Elmo. Hallo Elmo, was hast du denn heute wieder dabei? Was? Wie gemein ist denn das? Die treffen mich, wenn ich am Boden bin. Ich sie nicht, oder was? Das ist ja mies, ey. Was kloppt denn hier rum? So, Quecksilberkugeln, 3 Stück. Verrückte. Also die wurde auf jeden Fall bekehrt. Bekorn. Oh, warte mal hier. Das habe ich gesehen. Glaubst du aber selbst nicht.
Schwarzer Kirchenhut, schwarzes Kirchengewand, lange Chirurgenhandschuhe, schwarzes Kirchenbeinkleid. Okay, wir haben wieder neue Klamotten gefunden. Und was kloppt hier die ganze Zeit rum? Ist das hier? Jo. Oh, warte. Wer zum Geier schießt denn hier auf mich? Da ist er. Steht da rum, der Sniper Joe? Hier drüben. Ja, hier drüben. Kommt doch alle runter. Banausen, ey. Was ist denn euer Problem? Nein. Wow. Das wollen wir nicht. Ja, genau. Und Elmo ist auch am Start. Natürlich. Giftmesser. Nein, nein. Was machst du denn? Was machst du denn? Steh auf. Was ist denn das für ein Move? Ich habe mich hingesetzt. Ich weiß nicht warum. Alter Falter. Komm her, Elmo. Boah, Junge. Eine Runde chillen, ja. Total. Ich finde das auch voll chillig. Setzt er sich da einfach hin. Das ist, glaube ich, irgendwie, wenn man den Controller irgendwie bewegt oder so. Dann macht er so Gestenbewegungen oder sowas. Das war falsch. Ich meine, kann man da irgendwas einstellen oder so? Das ist ja richtig grauenvoll. Steuerung, normal, automatisches Zielwechsel, Kameraposition, Controller-Vibration, das ist alles in Ordnung. Ich meine, die hatten hier irgendwann mal was eingeführt gehabt oder dass man über das Touchpad reibt, aber ich habe das Touchpad an sich nicht mal geguckt. Mann, hab ich den schon wieder vergessen. Kannst mich da oben mal? Das ist doch nicht dein Ernst. Und du auch? Was ist denn das für eine Masche hier? Rennt uns erstmal halb hinterher. Lässt sich dann von Elmo hier im Tech-Team abklatschen. Und dann rennt er einfach wieder die Treppe zurück. Ach komm. Ich höre dich doch schon. Fuck! Das war knapp. Wie sieht er nicht irgendwas an? Ach, du bist jetzt plötzlich mutig, oder was? Das gibt's doch nicht. So. Das war jetzt erstmal random Tourette. Also... Oder Tourette, wie auch immer. Jeder spricht es, glaube ich, anders aus. Alter Falter. Beruhig dich. Kleiner Arschgeier da oben. da ist wieder so ein Tentakel. Den haben wir richtig vor. Jetzt hätte ich ganz gerne wieder ein bisschen... wie heißt jetzt... Bisschen Mollys. Ein paar oder so. Wo kommen wir denn hier jetzt raus? Geht auf jeden Fall ziemlich hoch. Warte mal, nicht ganz hoch. Erst gucken. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Gut. Ah, warte mal. Vielleicht ist das die Stelle, wo wir vorhin nicht hingekommen sind. Ein Wächter aus Bergenworth bewacht das Tor mit einem Passwort, den heiligen Sprichwort der großen Kathedrale. Okay. Wie auch immer das Passwort gerade lautet. Hier haben wir eine Leiter, da haben wir einen Balkon. Bringt uns der Balkon was? Offenbar nicht. So, hier haben wir noch was. Quecksilberkugeln. 10-mal. Da geht es einfach nur ab in den Tod, so wie es aussieht. Hier können wir wieder runterhüpfen. Und zum Glück haben wir hier alles gesäubert. Von daher schon mal gar kein Problem.
wie wieder hier. Also einmal nur schön fein, weitläufig außen rumgegangen. Warte mal, aber dann müsste das hier auch das eine Tor sein, oder? Hier, das haben wir glaube ich auch nicht eingesammelt. Genau. Dickes Kaltblut. Sehr schön. Kommen wir immer besser mit zurecht, ne? Also davon kriegen wir eine ganze Menge. Von einem Gerät verschlossen. Das Gerät ist offenbar auf... Ach nee, ist doch nicht auf der anderen Seite. Hier, machen wir doch mal auf. Stopp. Hä? Ach so. Ja, wollte gerade sagen, geht's nicht auf, oder was? Ist es der Gang? Oh. Hier, die sperren wir aus. Ausgeschlossen. Das ist ja wirklich. Okay. Bedeutet, wir haben schon mal eine Abkürzung freigespielt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ab in den Tod. Also ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt hier durchgehe, da vorne, wo das Licht leuchtet, dass es in den Tod gehen wird. An einer anderen Stelle weiß ich, wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Tod gehen. Hier ist es 50-50, würde ich jetzt behaupten. Weil hier der... Hier er hier ist. Und der kann ganz widerliche Sachen. Nein! Hau doch nicht daneben! Okay, getroffen. So. Der kann nämlich ganz eklig zaubern. Und das ist überhaupt nicht gut. So. Mal jetzt. Gleich nochmal. Jawohl. Den habe ich nämlich überhaupt keinen Bock. Und der dumme kleine Rabe hier. Nimmer mehr, ne? Auf. Überlebenswert. Ja, bisschen gecheased, ne? Ganz bisschen gecheased. Aber ich denke mal, das ist bei denen auch in Ordnung. So, was haben wir hier? Immer mehr Angst, umso weiter man kommt. Glänzende Münzen, 12 Stück. Hier gibt es nicht mal Arcade-Automaten. Das ist nicht cool. Hallo? Hallo? Hause. Mäßigungsblutedelstein. Okay. Gut, da geht's irgendwie runter. Gegengift. Okay, kommt hier jetzt was Giftiges? Ich bin mir nicht sicher. Hier. Still sein. Unsere Option ist still sein. Okay. Das bedeutet, wir haben das Passwort nicht. Heißt, hier geht es noch nicht weiter. Schade eigentlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können noch nicht nach Bergenworth. Und ich habe eine Vermutung, woran das liegen kann. Aber bevor ich das angehe, würde ich ganz gerne die Seelen einmal wegbringen. Beziehungsweise unsere Blutechos mal eben kurz zum Aufleveln benutzen. Und dann denke ich mal, können wir wieder ganz straight in die Richtung. Bin gerade am Überlegen, ob wir hier dann einfach hochgehen. Oder von der anderen, ich glaube, von der anderen Seite macht mehr Sinn. Das hier dürfte sogar weiter sein. Aber es ist trotzdem schön, dass hier eine Abkürzung aufgemacht worden ist. Nicht wirklich eine Abkürzung, aber es ist zumindest ein optionaler Weg. So, jetzt bist du erstmal dran. Hoffentlich hast du was Tolles für uns dabei. Alter. Ups. Hey. Dann knall ich dich halt ab. Ist mir auch egal. Du meinst, dass es besser ist? Wo ist denn dein hässlicher Bruder?
hier unten. Jo. Er guckt sich die Aussicht an. Das ist unser Aussichtsturm. So. Der wollte gerade hauen, deswegen war das direkt ein Stun. So, das ist unser Aussichtspunkt hier, habe ich gerade zu dem erklärt. Da können wir uns mal eben die Silhouette der ganzen Stadt angucken. Der ganzen Welt. Dies hier reisen gilt. Und jetzt haben wir 12.800. Also ein Level kriegen wir auf jeden Fall. Vielleicht sogar zwei. Das machen wir doch glatt. Und danach bin ich zu viel verraten. Boss Time. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Wir hatten uns wieder hingesetzt, sind aufgesprungen, damit sie sich hinhockt. Okay. Und zählen jetzt 30 oder was? Also so knapp 30, sehr schön. Vitalität ein hochgesetzt. Das ist. Die 30 werde ich was verkaufen, also da werde ich jetzt nicht Seelen platzen lassen. Gegenstand verkaufen, hier. Eine Patrone. Das ist ja Unsinn. Willkommen da. Was? Mungo, lasst mich. So. Und zwar. Stärke, Geschicklichkeit skalieren wir auch. Was ich mal hätte nachgucken sollen. Womit skaliert unsere Waffe? Ausrüstung. Waffen. Diese Waffe hier. Physischer Angriff. Der skaliert mit. Das letzte, das ist die Haltbarkeit. Okay, Haltbarkeit ist schon um 100 reduziert. Aber. Ah, okay. Wolf 100, Schlange 100. Was auch immer das bedeutet. Die Symbole für Wolf und Schlange. Genau. Okay. Attributbonus gibt es bei Stärke D. Okay. Stärke und Geschicklichkeit. Damit skaliert die. Willkommen daheim, guter Jäger. Oh Gott, was habe ich gemacht? So eine Lampe angemacht. So, Stärke und Geschicklichkeit. Dann setzen wir mal Geschicklichkeit etwas höher. Dann haben wir auch wieder ein Stückchen mehr Angriffskraft. Und dann können wir uns da auf den Weg machen ins Kathedralenbezirk. Oder in den Kathedralenbezirk? Der Kathedralenbezirk. Die Kathedrale? Der Bezirk. Der Kathedralenbezirk. Alles klar. Jetzt habe ich's. Klang gerade nur irgendwie im Kopf falsch. Das war alles. Keine Gedanken, die man sich da machen muss. Ja, genau. Boss Time. Oh, hi. Wir haben einen Knicks gelernt. Das ist ja nett. Ich würde gern meine Dankbarkeit ausdrücken, aber ich habe nicht viel. Ich kann euch nur mein Blut geben. Aber würdet ihr das Blut einer Hure annehmen? Ich weiß. Ja, klar. Mach mal. Oh, gut. Kommt her, Schätzchen. Keine Sorge. Das ist nicht das erste Mal. Blut von Ariana. Oh, hallo. Es tut mir leid, Schätzchen. Ihr seid zu gierig. Ich habe nicht so viel Blut. Okay? Mensch, hättest du mal einen Liter Saft trinken können.
Also. Blut von Ariana, einem Freudenmädchen im Kathedralenbezirk. Das passt nicht gut zusammen. Freudenmädchen, Kathedralenbezirk, so. Boah, bin mir nicht sicher. Das süße Blut von Ariana erneuert GP und beschleunigt für kurze Zeit die Ausdauererholung. Ein Mitglied der alten heilenden Kirche würde wissen, dass ihr Blut genau dem entspricht, was einst verboten war. Okay. Tja. Glaub nicht, dass wir uns hier als Ketzer schuldig machen würden, beziehungsweise die glauben ja eh alle, wir sind schuldig und Monster und weiß der Geier was nicht alles. Ja, hau doch. Komm. Das Spiel bleiben wir jetzt hier nicht. Hin und dann ist gut. Und dann geht's jetzt mal straight up to the boss. Hetze! Oh, schön daneben gehauen. Richtig super. Mit Klasse. So, dein Bro haben wir auch gleich mit weggekloppt. Dass das kein Stun für die ist oder so, ne? Das check ich nicht. Aber ist egal. Weiter geht's. Was ist das? Was ist das? Warum ist das da? Hä? Beschwöre Henriette. Was? Nee. Beschwören ist, glaube ich, immer nur, damit die einem bei einem Boss helfen oder sowas, aber Henriette beschwören wir jetzt. Tja. Oh, wie viele seid ihr denn? Jedenfalls seid ihr machtlos gegen mich. Können noch so viele sein. Okay. Habe ich jetzt nicht laut gesagt? Weil ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht dran. Hier, okay. Hier ist nicht zufälligerweise ein Hund. Das wollte ich überprüfen. So, jetzt komm du mal her. Die sehen einen gleich beide? Was ist denn... Darauf lassen wir nicht ein. Ja, genau. Du wirst mich jetzt nicht mit deinem komischen Holz-Dingens da verkloppen. Boah, aber er hat es vor. Komm her, du. X dabei? Was habt ihr denn für schräge Vögel? Nicht mal was dabei habt. Ja, okay, dann wollen wir mal. So. Dann klopfen wir mal an der Kirche und warten auf netten Empfang.
Okay. Vikarin Amelia. Jetzt bin ich gespannt. Wie die packen. Oh, shit. Wow. Übertreib's nicht, Freundin. Oh, oh. Ah, shit. Wohin sollen wir? Nein, falsche Richtung. Oh, oh. Sag mal. Da wollte ich zu viel, oder? Wir haben so gut wie nichts abgezogen bisher. was war das? Was war das? Ja, geil. Macht die da? Oh. Eieieiei, weg hier. Oh, 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 oh. Krieg was? Krieg was? Oh, oh. Macht die sich auch stärker oder was? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, tot. Ah, so ein Mist. Und da geht der Counter ein nach oben. Ärgerlich. Da brauche ich eine Taktik für. Tic-Tac würde auch gehen, aber eine Taktik wäre besser.